Und bleib, sitz, bleib. Dieser Wichser hat mir einen Wuff-Wuff-Knochen versprochen. Deabonniert den Hund. Moin Leute, was geht? Wochenende, Partyzeit, neue Infos, ganz viele interessante Sachen. Lass uns drüber sprechen. Ich habe richtig Bock auf das Video heute und auf das, was morgen kommt. Morgen, Leute, schon mal die Ankündigung, ein neues Road to Vanguard Video. Und ich habe jetzt mal angeguckt, was die meistgestellte Frage ist, über die ich in BO3 beim Zocken mit einer Challenge sprechen soll. Und super viele von euch interessieren sich für meine Bundeswehrzeit. Was habe ich in der Bundeswehrzeit gemacht? Wie war es im Auslandseinsatz? Wie viel Geld verdient man? Wie viel frei hat man? Wie gefährlich ist es? Und. Ein paar lustige Stories, ein paar bewegende Stories, wenn ich so will. Also richtig cooles Thema, was länger als eine Folge geht. Das heißt, wir picken auch morgen in der Folge dann den Gewinner von den Kommentaren vom letzten Video. Und dann werden wir darüber sprechen. Heute aber, gestern Abend haben wir nämlich, beziehungsweise heute Thema, gestern Abend hat Call of Duty die Roadmap für Vanguard, für die neue Warzone Pacific Map. Die heißt Caldera übrigens, also Verdansk weg, Caldera ist die neue. Es wird auch ab dem, ja wann auch immer denn diese Season 1 offiziell beginnt, aktuell sagen sie 23.11., 19.11., andere sagen 2. Dezember, offiziell, so wie die Roadmap aussieht, 2. Dezember, alle die Vanguard vorbestellt haben und spielen, dürfen am 2. Dezember die neue Warzone Map spielen, Caldera. Und alle, die es nicht haben, dürfen umsonst ab dem 3. Dezember die neue Caldera-Map spielen. Es heißt auch nicht mehr Warzone, sondern Warzone Pacific. Macht mehr oder weniger Sinn. Man kommt so ein bisschen von Verdansk weg, ein bisschen von Warzone als Name und geht in diese pazifische Ära, wo die Map ja deutlich anzusiedeln ist. Ein paar Scrimmage und Images und alles bekommt ihr während des Videos. Ehrenschwester Bella. Ihr habt es auch am Anfang gesehen. Bella ist nicht so der große Fan von in die Kamera. Ich habe gedacht, ich stelle sie mal vor. Jetzt ist sie hier so ein bisschen neben mir. Ich weiß, ne? Ich weiß. Aber Papa muss noch ein bisschen arbeiten und dann gehen wir noch mal ein bisschen raus. Ja, und dann kriegst du einen Knochen. Aber nicht wieder an meinen Fuß knabbern, ja? Weil der schmeckt nicht. Ja, okay. Ich weiß, dass super viele von euch schon die Hoffnung komplett aufgegeben haben, aber zu der Roadmap von Vanguard, die jetzt erstmal nichts spektakulär Neues darlegt, haben wir ganz viele Patchnotes bekommen mit Sachen, die sie von der Beta aus zum Full Release vom Game, ja, dann leck meine Hand ab, den sie zum Full Release vom Game ändern. Und da sind unglaublich viele Sachen bei, viele Sachen, die die Community gefordert hat, was meiner Meinung nach ein Indiz dafür ist, dass man gehört und gesehen hat, Battlefield könnte ein Konkurrent sein, der Spieler wegnimmt. Vielleicht haben wir uns in den letzten 2-3 Jahren einfach zu viel geleistet, dass viele aus der Community tatsächlich keine Lust mehr haben. Und deshalb möchte ich euch die gerne vorstellen heute. Es sind richtig coole Sachen dabei. Und ich weiß, dass einige geschrieben haben, ja, aber du willst es doch nicht spielen. Ich habe gesagt, von Anfang an, wenn die Beta mir nicht gefällt, werde ich es nicht spielen. Die Beta war qualitativ schlecht, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht. Und ich kann euch gar nicht erklären, warum. Also werde ich dieses Jahr erst einmal eine Mischung haben aus Battlefield-Streams, Battlefield-Content, Call of Duty-Content und dann werde ich weitersehen. Wenn ihr Lust habt, über diese ganzen Patch-Notes und das, was jetzt kommt, mit mir zu diskutieren, lade ich euch sehr, sehr gerne ein, Leute. Heute Abend ab 18.30 Uhr bin ich auf Twitch live. Wir streamen aktuell WW2, weil es einfach, ehrlich gesagt, Bock macht. Wir spielen Community-Runden, ich jag die V2-Rakete, es ist hart, auf 24 von der Granate zu sterben, aber es macht Spaß. Es ist ein guter Anfang, Cold War, machen wir nur noch nächste Woche einen Abschiedsstream. Also hier, herzliche Einladung, ihr dürft gerne mit dabei sein. Lasst uns zu den Infos aber kommen. Die ganze Community hat sich nach der Beta darüber beschwert, dass wir wieder Totenstille als Feldaufrüstung haben. Das ist ein absolutes No-Go und Sledgehammer Games hat auf die Community gehört und hat gestern mitgeteilt, das Perk Low Profile, was bisher drinne war, wird entfernt und statt Low Profile bekommen wir Ninja, Dead Silence, Totenstille als Perk. Wir behalten die Feldaufrüstung Totenstille, aber trotzdem so, dass man, so wie ich das jetzt aktuell sehe, entscheiden kann, ob man eben leise Fußschritte haben möchte, dauerhaft dafür eben ein Perk opfern, was ja normal ist seit 10 Jahren, oder ob man sagt, ich möchte gerne zwischendurch leise Fußschritte haben, beziehungsweise gar keine, 10, 20 Sekunden, aber als Feldaufrüstung. Genialer Change. Dann haben sie über die Probleme mit Audio, Grafik, Gameplay, Spawns gesprochen. Leute, haltet euch fest.
grafische Elemente. Die Sonne wird euch auf PC, PlayStation, Xbox nicht mehr blenden. Die gesamten Effekte, die die Sonne auf die Oberfläche hatte, die gesamten Effekte, die sie Muzzles hatten, also die Läufe von den Waffen, dass, wenn ihr geschossen habt, so viel Rauch und Feuer aus der Waffe kam, dass vor euch das Ziel gar nicht mehr zu sehen war. All diese Sachen haben sie seit der Beta bis heute so geändert, dass sie sagen, jetzt sind wir wirklich sehr zufrieden darüber. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren immer sehr, sehr viele Versprechen von den Entwicklern bekommen und auch die... Es wurde immer vor Release gesagt, wir hören auf euch. Treyarch hat das gesagt, Raven Software hat das gesagt, Infinite Ward hat das gesagt. Dieses Mal ist das erste Mal, dass man wirklich die Changes sieht, die angesprochen worden sind. Und bevor wir zu viel loben, wir haben es noch nicht gesehen. Wir müssen uns mit dem, was wir erstmal bekommen, zufrieden geben, können darüber diskutieren. Aber besser, sie sagen uns, das und das haben wir jetzt bearbeitet, als wenn sie sagen, ja, ein bisschen Audio, ein bisschen Grafik, das klappt schon. Denn letzten Endes, der qualitative Zustand der Beta war katastrophal. Bei den grafischen Elementen haben sie jetzt auch dafür gesorgt, dass dieser blöde Distortion-Effekt weg ist. Das war dieser Effekt, dass ihr aus der Entfernung einen Gegner gar nicht erkennen konntet, wenn ihr in eine bestimmte Richtung geguckt habt, durch diese Sonnenstrahlen, dann seid nicht ihr geblendet worden, sondern er wurde in so einen Schatten gelegt. Daran haben sie auch gearbeitet, das wurde auch gefixt. Diese Dognados haben sie ebenfalls weggefixt. Wenn ihr so einen toten Hund hattet als 10er-Streak, dann ist er so umhergewirbelt und sah aus wie so ein Monster aus einem Horrorfilm. Weg damit. Sie haben geschrieben, dass die gesamte Audio von Vanguard überarbeitet wurde, weil sie selber mit dem Feedback der Community festgestellt haben, dass so wie die Audio war, für die überhaupt Audio hatten in der Beta, dass es sehr, sehr schrecklich war. Das heißt, ihr hört eure eigenen Schüsse besser, ihr hört Fußschritte lauter, hier kommt Totenstille ins Spiel. Wenn Dieter und Norbert ohne Totenstille umherlaufen wollen, können sie es gerne machen. Dann können die Fußschritte von mir aus so laut sein wie möglich. Möchte ich das aber nicht, brauche ich nur Totenstille ausrüsten und habe keine Probleme mehr. Sie haben sich an der gesamten Audio an den Granaten orientiert. Trifft euch jetzt eine Granate, werdet ihr nicht mehr verlangsamt, so wie ihr das ja zum Beispiel auch in WW2 habt. Ihr kriegt den Charme durch die Granate, auch wenn es eine Splittergranate ist, und diesen Shake-Effekt, dass ihr erstmal stillsteht. Das haben sie entfernt, weil sie gesehen haben, die Community spricht darauf nicht gut an. Ich meine, man wird ja auch schon mit der Granate genug bestraft, da muss man ja nicht auch zusätzlich noch langsamer werden. Sie haben die gesamten Perks überarbeitet, genauso wie die Pros und Cons auf den Aufsätzen. Falls ihr euch daran erinnert, es gab bei einigen Sturmgewehren Aufsatzvarianten, die konntet ihr nicht nehmen, weil die negativen Aspekte größer waren als die positiven. Zum Beispiel bei der STG gab es einen Aufsatz, damit habt ihr irgendwie 11 oder 10% bessere ADS-Time bekommen, also schneller im Scope. Dafür habt ihr 170% schlechteren Rückstoßkontrolle. 170%, wir haben es im Stream probiert, ihr habt gerade geschossen ohne... Und mit dem Aufsatz hat die Waffe mit dem ersten 5 Schuss so einen Winkel nach oben genommen. Daran haben sie gearbeitet. All die Waffenaufsätze haben jetzt weniger Cons, so dass sie auch wirklich nutzbar sind. All diese Sachen hätte man meiner Meinung nach zu einer Beta schon im Griff haben müssen. Aber ich nehme, was ich bekomme und bin froh darüber, dass sie aktuell daran arbeiten. Sie haben bei den Aufsatzvarianten auch festgestellt, dass aus dieser Waffen... Spezi-Extra-Kategorie viel zu viel Sachen viel zu gut waren, ohne Negativpunkt zu haben. Zum Beispiel diese Fragil-Munition. Das heißt, ihr habt jemanden getroffen und er konnte sich dann nicht mehr so schnell bewegen. Das ist ja total assig. Hatte keinen Nachteil. Es hieß in Deutsch, glaube ich, zerstückeln. Das haben sie jetzt geändert. A, es gibt ein Cap, das heißt, du kannst 2 oder 3 Schüsse mit dieser Munition abbekommen, bewegst dich dann aber nicht immer weiter langsam, sondern es bleibt dann auf dieser einen Grenze. Genauso haben sie dafür gesorgt, dass diese Sachen jetzt alle ein bisschen Cons haben, so dass jeder für sich überlegen muss, ob er den Aufsatz nehmen will oder nicht. Die Waffenkategorie, klar, es wird ein Dark Matter Grind geben. Erste Tarnungen sind schon geleakt worden, die aktuell eher nach Zombies aussehen. 38 verschiedene Waffen werden wir zum Game Release haben. Darunter 4 Raketenwerfer. Mit diesen 4 Raketenwerfern war es in der Beta schlicht unmöglich, Drohnen mit Raketen abzuschießen. Es sind befreundete Drohnen gewesen, feindliche Drohnen wurden angezeigt, die Drohnen hatten zu viel Leben, haben zu lange gehalten und. Konterdrohne, Dauer ist reduziert worden jetzt. Das ist gut. Ihr könnt jetzt mit den Raketenwerfern Drohnen am Himmel deutlicher treffen, einfacher erledigen. Für Dark Matter Grind oder Damaskus oder wie auch immer die Tarnung nachher heißt, ist das perfekt.
Weiterhin haben sie angegeben, dass wir ja mit 20 Maps starten. Nach 1,5 Wochen kommt dann Shipment als freie DLC-Map dazu. Von diesen 16 6 gegen 6 Maps sind nur 2 6 gegen 6 Maps remastered. London Dogs kommt dazu und eine zweite, es heißt glaube ich Der Haus oder Das Haus und ist eine Map aus WW2. Ich weiß leider nicht, wie die aussieht, ich konnte sie nirgendwo finden. Viele von euch werden mit Sicherheit wissen, welche ich meine. Das Ganze wird im Prinzip am 30. November mit dem Abschiedsevent für Warzone beginnen. Das heißt, jeder von euch, der irgendwie jetzt auch schon seit Monaten wie ich kein Warzone spielt, unbedingt dieses Event spielen möchte, wer weiß, wie gut es wird, am besten jetzt schon mal anfangen, Warzone zu installieren ab dem 30. Das heißt, das ist ab im Prinzip 31 Tagen könnt ihr das Abschieds-Warzone-Event spielen und dann schauen eben, was daraus passiert, ob es wieder gebombt wird oder. Für all die Leute, die dieses Jahr sagen, ich hätte gerne wieder was zum Grinden. Es wird wieder ein Season Prestige geben, was wieder Cross-Progress ist. Also ihr könnt Modern Warfare spielen, dann könnt ihr trotzdem in Vanguard leveln, ihr könnt Vanguard spielen, in Cold War leveln, alles mögliche. Eine interessante Sache, es wird verschiedene Modi in Warzone und in Warzone Pacific geben. Unter anderem ein Modi, wo ihr nur mit Waffen aus Call of Duty Vanguard spielt im Battle Royale und Dogfights, also Kämpfe mit Flugzeugen gegeneinander habt. Weiß nicht, ob der jetzt nur zeitlich limitiert ist oder nicht, aber der klingt auch gar nicht so schlecht. Nähert sich so ein bisschen an Portal bei Battlefield an, wobei man bei Portal natürlich auch Waffen aus verschiedensten Jahrzehnten nutzen kann. Weil das noch nicht genug ist, kriegen wir zum Grinden nochmal was drauf. Wir bekommen Clan-XP, das wird wahrscheinlich eher eine kleine Belohnung sein, Waffen-XP und jetzt haltet euch fest, Operator-XP. Jeder von euch, der BO3 gespielt hat, weiß, wie geil das war, mit den einzelnen Spezialisten auf die Goldtarnung zu gehen. Für die, die es nicht mitgemacht haben damals, ihr konntet mit den Operatoren in BO3 einzelne Herausforderungen abschließen, so wie ihr das mit Waffen gemacht habt, um euch Ausrüstung für den Spezialisten zu erspielen, sprich eine neue Uhr oder ein neuer Skin dafür oder, bis ihr irgendwann das Endprodukt Gold hattet. Und wenn ihr alle 12 Spezialisten oder wie viel es im BO3 gab, voll hattet, hattet ihr im Prinzip die Möglichkeit, mit Dark Matter und allem anderen den 100%er abzuschließen. Diese Challenges für Spezialisten und Operator kommen in Vanguard wieder. Freue ich mich persönlich, weil es einen anderen Grind gibt als in Zombies auf die letzte Tarnung, einen anderen Grind als im Multiplayer auf die letzte Tarnung. Es kommt nochmal etwas dazu. Zu guter Letzt etwas, was schon länger so ein bisschen in der Gerüchteküche war. So wie es aussieht, werden wir die Möglichkeit bekommen, Exekution Vollstrecker, das heißt, wenn ihr hinter einem Gegner seid und dann so eine Animation aufploppt, selber zu bearbeiten. So wie es einen Emblem-Editor sehr lange gab und vielleicht irgendwann wiederkommt, scheint ihr gewisse Aspekte dieser Killcams selber bearbeiten zu können. Finde ich, ist eine coole Idee. Wenn es nicht zu viel Aufwand macht, nehme ich sowas gerne mit, solange andere wichtige Sachen für das Game dadurch nicht irgendwie in Vergessenheit geraten. Für mich sind all diese Infos ein Indiz dafür, dass dieses Jahr nicht, dass alles gut wird, dass Matchmaking bleibt, Activision bleibt, alles Mögliche, aber dass irgendwo Verantwortliche endlich ein bisschen gehört haben. Natürlich, Leute, und da würde mich eure Meinung interessieren, was haltet ihr davon? Gibt euch das ein bisschen Hoffnung oder sagt ihr, ich glaube kein Wort mehr? Mich würde das interessieren. Kommt in den Stream heute Abend, lasst uns drüber diskutieren. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es genug Infos waren, gerne ein Abo dalassen, kostenfrei, würde mich drüber freuen. Ich werde mich jetzt hübsch machen. Hübsch, ehrlich. Und dann sehen wir uns im Stream. Lasst los. Lasst los? Was los, Captain Iglo? Das Boot ist verloren.